this day be your last? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gratis-Spielvorstellung. Zur ersten übrigens im Jahre 2024, die ich wieder im Videoformat für euch parat habe. Wir haben hier heute Mordheim, City of the Damned. Das gibt es aktuell wieder bei GOG zum Download. Alles, was ihr dafür braucht, ist einen kostenlosen GOG-Account und ihr müsst dem Newsletter-Erhalt zustimmen. Die Aktion geht noch bis zum 28. Januar. Das Spiel wird hier betitelt als Rollenspiel rundenbasiert Fantasy und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Tutorial empfohlen. Da ihr eure erste Kriegerbande erstellt, empfehlen wir euch dringend, dass ihr euch die Tutorials im Hauptmenü anschaut. Diese beinhalten wichtige Informationen zu Kampf, Bewegung, Benutzeroberfläche, Spielmechaniken für Fortgeschrittene und mehr. Möchtest du trotzdem fortfahren und eine neue Kriegerbande erstellen? Ja, machen wir einfach mal. Wählt eure Kriegerbande. So, da haben wir Hexenjäger. Ich will jetzt auch gar nicht alles vorlesen, weil wir wollen ja ein bisschen Gameplay sehen. Reikländer Söldner, Schwestern des Sigmar, Kult der Besessenen, Skaven und Untote. Ich würde jetzt hier einfach mal ganz klassisch die Reikländer Söldner nehmen. Die sprechen mich persönlich am meisten an. Ich überspringe das jetzt hier auch mal schnell. Wie gesagt, wir wollen ja ins Spiel rein. Kriegslager. In Mordheim, City of the Damned, müsst ihr das Beste aus einer üblen Situation machen. An diese Aufgabe sollten sich nur Hartgesottene wagen, denn die Entscheidungen, die ihr als Anführer eurer Kriegerbande treffen müsst, haben permanente Konsequenzen. Verletzungen, die sich eure Krieger im Kampf zuziehen, sind irreversibel. Erfüllt ihr die geforderte Moorsteinlieferung ein viertes Mal nicht, endet die Kampagne. Moorsteinlieferung? Ja. Seid wachsam und plant vorausschauend, vielleicht werdet ihr dann die Schrecken, die euch in Mordheim erwarten, überleben. So. Ja, wir können jetzt hier nicht viel machen, ne? Wir haben jetzt Kriegerverwaltung, Kriegerbandenverwaltung. In der Kriegerbandenverwaltung wird euch eine Kurzübersicht jedes Kriegers angezeigt. Hier könnt ihr auch die Zusammenstellung eurer Kriegerbande ändern oder neue Krieger anheuern. Wählt ihr einen Krieger aus, könnt ihr in der Kriegeransicht seine Ausrüstung, Attribute oder Zauber anpassen und seinen Sold zahlen. Gefolge könnt ihr jeder freien Position zuweisen. Anführer und Helden müssen jedoch die für sie bestimmten Positionen einnehmen. Reserveplätze können mit beliebigen Kriegern besetzt werden. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass das Ganze hier so komplex zu sein scheint. Also, es ist ja komplex, es scheint ja nicht nur so. Krieger anheuern. Was haben wir denn hier? Wir können... Ja, nehmen wir den. Wo können wir den jetzt anheuern? Krieger anheuern, da passiert nichts. Also ich sehe jetzt keine Taste dafür, dass ich den hier anheuern kann. Hier aber auch nicht. Verfügbar zum Anheuern. Im Moment stehen keine Söldner zwar an. Ah ja, okay. Versucht das später nochmal. So, Kampagne. Wenn ihr eine Mission beginnen wollt, benötigt ihr mindestens 4 aktive Krieger. Also das können wir nicht machen. Gefecht. Geht auch nicht. Ja, kann ich jetzt hier überhaupt irgendwas machen? Anführer. Hier könnt ihr die verschiedenen Aspekte eines Kriegers anpassen. Unter Beschreibung erhaltet ihr eine Übersicht, Inventar, Fertigkeiten. Krieger entlassen? Nee, will ich auf keinen Fall. Der soll schon bleiben. Inventar. Gegenstände, Ausrüstung. Aber da haben wir auch nichts weiter verfügbar. Ist alles leer. Fertigkeiten.
Das kostet hier anscheinend irgendwas. Und da es rot dargestellt ist, glaube ich, können wir das gar nicht zu wenig Fertigkeitenpunkte. Okay. So, Anpassung. Ja, ich will den Namen jetzt hier, ich will nichts ändern. Ich würde das gerne alles so lassen. Kriegerbande. Das ist auch okay. Umbenennen wollen wir sie nicht. Und Gefolge. Ja. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Reserve hier. Aber auch hier kann ich nicht. Hier ist kein Button irgendwie, um den hinzuzufügen oder sowas. Söldner anheuern. Bestätigen. Task completed. Okay. Ihr habt weitere Krieger angeheuert. Kampagne, die erste Mission auswählen. Können wir noch nicht, weil wir brauchen 4 aktive Krieger. Bestätigen. Wir machen jetzt hier einfach mal die Slots voll. Task completed. Also das ist einfach nur dann die Enter-Taste drücken hier, ja. So, nehmen wir ihn hier noch, damit es ein bisschen eine bunte Mischung ist. Okay, jetzt können wir die Kampagne spielen. Unter Kampagne könnt ihr eine Mission für eure Kriegerbande annehmen. Missionen werden zufällig erstellt und bieten unterschiedliche Morssteinvorkommen und Schätze. Ihr könnt Kundschafter entsenden, um weitere Missionsorte ausfindig zu machen und so mehr Auswahl zu erhalten. Pro Tag könnt ihr nur eine Mission annehmen, unabhängig von Sieg oder Niederlage. So, was haben wir hier? Ein Spaziergang im Nebel. Visionen des Schreckens. Schwierigkeitsgrad ist bei beiden normal. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier und Mission starten. Kundschafter berichten von einer feindlichen Kriegerbande in der Gegend. Bevor ihr sie finden könnt, legt sich schwerer Nebel über die Ruinen. Da eure Krieger die Spur des Feindes verloren haben, steigen sie von ihren Kriegswagen ab, um sich in der Gegend zu verteilen, um nach der anderen Kriegerbande zu suchen. So. Okay. Warte auf Gegner. Also, dass das jetzt hier so aus der Ego-Perspektive ist, beziehungsweise Verfolgerkamera, hätte ich nicht gedacht. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis der Gegner seine Züge gemacht hat. Ihr müsst alle gegnerischen Krieger ausschalten oder ihre Kriegerbande zum Rückzug zwingen. So. Reinhard ist am Zug. Wir können mit WASD steuern. Wo sehe ich denn jetzt, wie viel Zugpunkte ich hier noch habe? Ach, da unten, die unten links, diese blauen kleinen Kügelchen. Da haben wir jetzt noch 2. So. Kann ich jetzt bestimmt. Verzögern, Zug beenden. Bestätigen. Wie ist denn das? Jetzt habe ich einen Punkt verloren. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, kriege ich den dann wieder? Ja, gut. Wir werden auch mit ihm hier mal unseren maximalen Zug machen. Jetzt ist der Gegner wieder am Zug. Es scheint schon sehr faszinierend zu sein, das Spiel. Ich weiß nur nicht, hat man hier auch eine Karte? Steuerung? Ich weiß ja nicht, von wo die Gegner kommen. Es kann auch sein, dass ich hier in die falsche Richtung laufe. Ich sehe jedenfalls noch keinen. So, Zug beenden. Du kannst dich noch ein Stück weiter bewegen, oder? Aber auch hier ist noch niemand zu sehen.
A new round has started. Eine neue Runde. Ich möchte wenigstens auch ein kurzes Gefecht haben hier. Damit wir mal sehen, wie sich das so spielt. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Nebel da hinten nicht gut ist. Das sieht auch ja wie eine Map-Begrenzung aus. Ich glaube nicht, dass wir da weiterkommen. So, Zug beenden. Du stehst ja hier noch ziemlich weit hinten. Da. Aber wir haben auch keinen Bewegungspunkt mehr, ansonsten vermute ich mal, hätten wir da hochklettern können. Oh! Was war das? Widerstand gegen Fallen ist fehlgeschlagen. Okay, es gibt hier also auch Fallen. Das ist ja mies. A new round has started. Das Spiel ist übrigens von 2015, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also optisch gefällt es mir sehr gut. So. Nein. Auch schon wieder eine Falle. Also wir irren jetzt hier durch die Stadt und müssen die Gegner finden. Und umherirren ist hier wirklich die beste Beschreibung. Och, das gibt's doch nicht. Da sind meine Recken nachher alle tot, bevor ich den Gegner gefunden habe. Adelsviertel, Karte 4. Ein Spaziergang im Nebel. Da oben haben wir zumindest einen Kompass. Malren Gruber ist am Zug. Tja. Konnte man hier... Ja, mal gucken. Vielleicht komme ich ja jetzt hier hoch. Ah, der hat auch wieder keine Bewegungspunkte mehr. Klettern. Ja, jetzt geht's. Klettern bestätigen. Okay. Dann mach mal. Was war das denn? Fehlgeschlagen oder... Es wurde... Ein Würfelversuch fürs Klettern gemacht und es ist fehlgeschlagen und wir haben 12 Schadenspunkte erlitten. Das gibt's doch nicht. A new round has started. F-
findet 55% der Morssteine und beschützt sie. Ich weiß jetzt nicht mal genau, woran ich die erkenne. Vielleicht hätten wir uns doch das Tutorial angucken müssen. Aber gut, wenn man jetzt sagt, man macht irgendwann ein Let's Play-Projekt hier draus, dann kann man sich ja vorher auch das Tutorial angucken. Mir geht es ja in diesen Videos immer nur darum, euch zu zeigen, wie das Spiel ist, vom Gameplay her. Damit man dann auch für sich entscheiden kann, na, ist das was für mich oder eher nicht. Und diese Videos werde ich auch nicht zu lang machen. Das soll immer nur so ein kurzer Einblick sein. Deshalb hoffe ich, dass wir jetzt hier auch gleich mal einen Gegner finden. Damit wir wenigstens auch noch ein bisschen Kampf sehen. Hier ist auch echt keiner zu sehen. So. Ja, nochmal klettern werden wir nicht machen, sonst brichst du dir da nachher noch die restlichen Knochen. A new round has started. Kampfrunde 5. Also das Spielprinzip spricht mich auf jeden Fall schon mal sehr an, muss ich sagen. Ich mag das rundenbasierte und auch so diese Missionsziele finde ich eigentlich für mich als Spieler jetzt gar nicht mal so unattraktiv. So, jetzt aber, jetzt muss doch hier, da hinten leuchtet irgendwas, da hinten leuchtet irgendwas rot. Also da möchte ich jetzt auf jeden Fall noch hin oder zumindest sehen, was das ist. Sonst scheint es solche Orte hier nicht nochmal zu geben oder die sind alle ziemlich weit entfernt, dass ich die jetzt hier noch nicht sehen kann. Aber ich denke mal, da ist irgendwas Wichtiges, wenn das da schon so rot leuchtet. Man hört aber auch nichts, ne? Keine Schritte oder so, wenn der Gegner am Zug ist. Was war das jetzt hier? Das ist ein Karren. Nee, da hinten scheint ein Gegner zu sein. Ich glaube, da irgendeine Kreatur stehen sehen gerade.
Gabe der Wildheit. Okay. A new round has started. Ja, da steht auf jeden Fall irgendeiner. Sieht aus wie so ein Rattengegner oder so. Ich möchte sagen, da wedelt ein Schwanz hin und her. Oh. Ah ja, okay. Es ist ein Gegner. Aua. Wir wurden überrascht. Gegenangriff. Gegenangriff bestätigen, ja. Dann können wir auch gleich mal testen, ob das was macht, wenn ich den von hinten angreife. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Angriff, Parierhaltung, Ausweichhaltung, lösen. Lösen heißt sicherlich, dass wir uns hier aus dem Kampf entfernen. Fliehen, verzögern, Zug beenden, Angriff. 16 bis 24 Waffenschaden. Ja. Können wir nochmal, ja? Ach, da unten, die roten Bubbles stehen jetzt für meine Angriffe. So, jetzt machen wir eine Ausweichhaltung. Jawohl. So, die stehen da. Ich muss mal gucken, komme ich da hin, dass ich mitkämpfen kann? Ja. Ja, den haben wir geschafft, oder? Zug beenden. Warte auf... Nee, der ist noch nicht tot. Oder? Also das Kampfsystem gefällt mir. Ich will jetzt bloß mal gucken. Keine Aktion verfügbar. Können wir nicht looten oder so? Nee. Beobachtungshaltung. Okay, ich würde das Video jetzt an dieser Stelle auch beenden. Ja, wie gesagt, soll ja immer nur eine kleine Vorstellung sein, wie das Gameplay so ist. Ich finde das Spiel super interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt auch das Setting hier richtig gut. Und ja, nochmal zum Hinweis, ne? Ihr braucht nur einen kostenlosen GOG-Account, müsst dem Newsletter halt zustimmen. Das Spiel gibt es noch bis 28. Januar gratis für euch zum Abstauben. Viel Spaß damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.